Servus, freue mich, dass Sie da sind. Tagelange Appetitlosigkeit, ein flaues Gefühl im Magen, starkes Herzflattern, schlaflose Nächte und Gemütsschwankungen. Sie denken jetzt sicherlich, ich spreche von einer Krankheit. Aber geh, ich spreche ja nur von der Liebe. Können Sie sich noch erinnern, wie das damals war, als Sie Ihrer begegnet sind? Wissen Sie, wie sich das angefühlt hat? Oder fragen Sie sich, woher weiß ich, dass es Liebe ist? Das ist mein Thema heute Nachmittag. Und das fragt sich auch mein erster Gast, die Susanne, ihr halbes Leben lang schon. Herzlich willkommen. Woher weiß ich, dass es Liebe ist? Susanne! Barbara. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Und du passt so schön in dieses Ambiente mit deinem Lila. Danke. Wunderbar. Wir reden heute über die Liebe. Wie ist das so? Bist du liiert? Hast du deine große Liebe gefunden? Ich bin nicht liiert. Ich habe meine große Liebe, hätte ich gefunden, hätte ich gedacht. Aber wer weiß schon, wie Liebe ist. Und ja, so hat sich das eigentlich durch mein Leben durchgezogen, dass ich es vielleicht wusste, aber der Partner dann... Der andere nicht. Anscheinend nicht. Und wie er es dann vielleicht oder wie einer dabei war, der war halt dann für mich nicht so interessant. Wie lang waren die längste Beziehung? Naja, so 6 Jahre. Aber ja, das hat sich halt eben dann auch anders ergeben, dass halt eben derjenige auch wieder jemand anderen gefunden hat, oder ich weiß es nicht. Fragst du dich manchmal, wenn du so Paare siehst, du wirst ja wahrscheinlich in deinem Umfeld auch Paare haben, die sich schon, ich weiß nicht, vor Jahrzehnten kennengelernt haben, immer noch zusammen sind, was die anders gemacht haben oder machen als du? Selbstverständlich fragt man sich das, das ist ja ganz klar, ne? Und es kommen natürlich dann auch immer Selbstzweifel auf. Dabei sagen mir meine Freunde, das brauchst du nicht haben. Aber es ist natürlich dann schon so. Und dann denke ich mir, naja, wer weiß, vielleicht bin ich wirklich nicht die Richtige. Vielleicht passt ihm das nicht oder das nicht. Und ja, so ist es halt dann irgendwie. Oder zu wählerisch, zu hohe Ansprüche. Mag natürlich auch sein. Das kann schon sein. Obwohl am Anfang, also wie ich so 20 war, wollte mich ja jemand heiraten sofort und da habe ich mir gedacht, na Gottes Willen, mit 20, da muss es noch was anderes geben. Ne? Und so ist es halt, so hat sich das anscheinend dann durch mein Leben gezogen. Und heute denkst du dir, dass der damals vielleicht eh der Beste gewesen wäre? Ja, das könnte schon sein, ja. So ganz nach dem Motto, es kommt nichts Besseres nach. Aber ich bin nicht wehmütig und ich bin auch nicht eine, die jetzt wirklich darum kämpft, vielleicht früher schon. Jetzt aber nicht mehr so. Ich muss sagen, es geht mir so natürlich sehr, sehr gut. Ja, irgendwann arrangiert man sich dann. Man arrangiert sich. Ja. Manches Mal ergibt sich was. Es ist schön. Aber du bist so ein Typ Frau, auf dich stehen die Männer. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dich gerne hätten, oder? Ja, aber es ist dann, glaube ich, oft so, dass ich ihn für die meisten Männer dann eine zu starke, selbstständige Frau bin. Es gibt schon Frauen, die sich, wie soll ich sagen, die brauchen sozusagen die starke Schulter, an der sie sich anlehnen können. Und dich schätze ich so ein, du hast dir dein Leben quasi gecheckt selber. Und wenn du was nicht kannst, dann kommt halt der Mensch, der das repariert. Ne? Aber für alles andere lebst du ganz gut allein. Habe ich mir mein Leben sehr gut, sehr, sehr gut geregelt. Ganz tolle Freunde, tolle Familie. Ja, es geht mir sonst nichts ab. Und wie gesagt, halt so ein paar Bekanntschaften, die man halt immer wieder macht. Und aber woher weiß man, dass es die große Liebe ist oder dass es Liebe ist? Das ist mir, weiß ich nicht, das ist mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht klar, woher ich das weiß oder wie man das wirklich weiß. Ist es, glaubst du, eine Bauchsache, dass man es irgendwie fühlt? So, wenn man verliebt ist, hat man ja diese Schmetterlinge. Sicher, sowas kommt auf jeden Fall vor. Nur ich glaube, bei mir wird sehr viel vom Kopf gelenkt. Bevor die Schmetterlinge flattern, sagst du schon so, schön ruhig. Ja.
Ja, zurückhaltend agieren da unten. Ja. Ja. Du hast dich nie, vielleicht nicht so fallen lassen können. Ja, das kann sein, weil vielleicht auch eben immer wieder ein paar Enttäuschungen schon dabei waren und dann macht man halt dann eher einen Rückzieher. Glaubst du, dass das Problem mehr bei den Männern liegt? Also, dass es viel mehr attraktive Frauen gibt als attraktive Männer im Sinne von Frauen schauen auf sich. Männer lassen sich, die lange alleine sind, irgendwie gehen? Ja, ganz bestimmt. Also, das glaube ich schon. Ja. Wenn jetzt einer käme, der dich erobert, wie sollte der sein? Also auf jeden Fall halt ein Mann mit Stil, humorvoll, also das alles wahrscheinlich. Datest so du sagen. Männer? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Früher schon. Mhm. Ja. Und was hast du früher? Wie lange ist das her? Naja, vor 20 Jahren. Und 20 Jahre lang hast du niemanden mehr angeschaut? Oh ja, aber ich date nicht jetzt, dass ich so aktiv werde, dass ich jetzt jemanden anschaue wie im Internet. Aber wann warst du das letzte Mal so richtig verliebt? Naja, das ist schon lang her. Das ist viele Jahre her, ja. Richtig verliebt ist sicher... Jahrzehnte? 20 Jahre. Mhm. Okay, 20 Jahre. Her. Und okay, vielleicht lernst du am Ende dieser Sendung etwas für dich. Also ich lerne aus jeder Sendung etwas. Ich nehme was mit. Ja. Möglicherweise wirst du wissen, wo der Wurm begraben liegt. Ne? Also was der Grund ist, warum du so attraktiv 20 Jahre alleinig bist. Hol mal jetzt den Willi. Der Willi sagt nämlich, mit Kopf und Verstand kann das alles nicht zu tun haben, diese Sache mit der Liebe. Hier ist der Willi. Woher weiß ich, dass es Liebe ist? Woher weiß ich, wie verliebt du bist? Hallo. Willi, neben dir sitzt die Susanne, die glaubt, dass es vielleicht deswegen in der Liebe nicht geklappt hat, weil sie ein Kopfmensch ist. Ja. Bevor da irgendwie der Bauch reagieren konnte, hat sie sich schon gedacht, na, das und das und das und das stört mich, was auch immer es war. Und du sagst, es ist ein Gefühl, es überkommt einen, die Liebe. Stimmt komplett. Wie war denn das bei dir? Es war eigentlich ganz einfach. Ich bin als Junggeselle auf eine Veranstaltung gefahren, bei der Messe, klar, wir haben Stand vorbei, sitzt eine Frau da. Ich bremse mich ein, gucke zurück, sitzt meine Frau da. Und ich habe gewusst, die will ich. Und da habe ich so 4 Tage... Wann war das? Vor 23 Jahren. Okay, gut. Und da sind wir hingegangen und haben uns fast unterhalten. Es hat mich kaum was verstanden, aber ich bin immer wieder an den Stand gegangen. Wer hat nichts verstanden? Sie, mich, ja. Weil du so schnell sprichst? Zu schnell und mein Dialekt damals noch, das war noch schlimmer. Also du hast sie angesprochen und sie hat dich wie ein Autobus angeschaut? Ja. Okay. In Perfektion. Aber es war nicht abneigend gewesen, das war es nicht. Und es war wirklich nur so, dass ich immer wieder versucht, obwohl ich viel zu tun gehabt habe, zu ihr zu gehen und mit ihr ein Gespräch anzufangen, der kurze Zeit, die ich hatte. Das ist nicht zustande gekommen richtig. Und dann kam das Blödeste, was mir passieren konnte. Das war der Sonntagabend. Ich hatte noch 3 Kunden gemacht und da waren 3 Frauen. Und die haben mir geholfen für den Standabbau alles. Und ich habe gesagt, komm, ich lade euch auf, was zu trinken. Da sind wir dann in Salzburg rübergegangen, in die Gaststätte. Und da saß sie mit ihrer Freundin und dem Kumpel. Und jetzt ist sie da und ich habe 3 Frauen bei mir. Da habe ich halt höflich versucht, die 3 Mädels, ich bin müde, ich will ins Hotel, ich will ins Bett. Und die Mädels haben gesagt, ja, sie müssen nach München fahren, haben auch nur weite Strecke vor sich. Und ich bin dann rüber zum Tisch, zu denen. Das war dann sonntagsabends. Und montags morgens bin ich wach geworden, weil wir haben dann in einer Wohnung zusammengeschlafen von den Bekannten. Und ich am Boden im Schlafsack, sie im Bett von der Tante. Und dann haben wir uns trotzdem noch unterhalten. Und am nächsten Morgen drehe ich mich so rum, gucke sie an, weil sie mittlerweile bei mir im Schlafsack war. Und gucke sie an und sage, pack die Koffer, fahr mit, wir heiraten. Das ist romantisch, Susanne. Oder blöd? Ehrlich? Na, das ist, für mich wäre das gar nichts, aber es ist interessant. Nee, das war wirklich so. Der Kopf hat mich überhaupt nicht interessiert. Es war einfach so gewesen, dass die Ausstrahlung für ihr, sie hat da gesagt, das war eine verrückte Convention. Mit High Heels Mädels, mit Minirücke, mit Style und allem. Und sie sitzt so da, so, mit dem Wickelrock an, grün, orange, eine Bluse drüber. Die sieht altbacken aus. Die sieht echt altbacken aus. Sie war nicht die Person, die zu dieser Messe gepasst hat.
Mhm. Aber die zu mir gepasst. Wie wurden die davor, deine Freundin davor? Die war ja ganz anders, gell? Ja, meine Freundin davor, der war zwei Jahre zusammen und die hat mich dann eingeladen zum Essen. Und hat gesagt, wir sind zwei Jahre zusammen, du mal heiraten oder trennen wir uns. Also okay, trennen wir uns. Mhm. Und warst weg. Susanne, manchmal ist es so, dass man es weiß. Ist das vielleicht eine Glückssache? Ganz bestimmt. Und ich finde es auch toll, dass er das weiß. Nur, es ist dann oft so, hat sie das auch sofort gewusst? Es war so, dass montags morgens... Gibt's das schon, das ist schon klar. Das Wichtige war ja, montags morgens, wie ich ihr gesagt habe, pack die Koffer, fahr mit, wir heiraten, ist sie raus aus dem Schlafsack, ist ins Bad rein mit ihrer Freundin und dort haben sie quack, 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 quack. Ich habe nichts mehr verstanden, sie ist nicht mehr aus dem Bad rausgekommen. Und ich bin dann, hab mich angezogen, bin rübergefahren ins Kaffeehaus, hab dort einen Kaffee getrunken, dann sind die nachgekommen, dann haben wir uns nochmal unterhalten und dann ist er ab nach Wien. Und ich bin damals von Salzburg aus nach Graz gefahren, zu der nächsten Veranstaltung. Und dann kam ihre Freundin und hat mir einen Briefumschlag gegeben, der verklebt war. Ich mache ihn auf, sie sagt noch zu mir, das ist von meiner besten Freundin. Ne? Mhm. Und sie macht nie einen Brief zu, aber den hat sie verschlossen. Ich habe dann aufgemacht, reingeguckt, Kontaktdaten, Telefonnummer, Adresse, Wien. Ja, ich sofort angerufen bei ihr und habe gesagt, am Montag können wir uns sehen. Ich musste am Montag wieder zurück in die Pfalz nach Deutschland fahren, wegen meinem Studio, was ich habe. Und dann habe ich meinen Kollegen angerufen, meinen Nachbarn, und habe gesagt, bitte häng an mein Studio einen Zettel, ich bin krank. Da habe ich meinen Laden zugelassen und bin dann am Montagmittag sind wir dann. Montagsmittags dann nach Graz sind wir dann zusammen. Ich bin dann hier nachgefahren, bin jetzt zu ihr gefahren. Ja, und dann habe ich das Ganze wiederholt. Dann hat sie ja gesagt. Und dann bin ich 3.800 Kilometer in der Woche gefahren. Landau, Wien, Wien-Landau und so. Und beim nächsten Mal, bei Karfreitag, sowas war das, glaube ich, habe ich dann den Ding mitgebracht, den Verlobungsring. Und die Papiere besorgt. Und jetzt sind wir 23 Jahre verheiratet. Und glücklich. Ja, ich meine, das ist der Übliche. Wir sind sehr glücklich verheiratet, wirklich sehr glücklich, jetzt ohne Blödsinn. Ja. Nur, wenn man 24 Stunden am Tag zusammen ist, kann es Reiberei geben, wenn wir zusammen im Geschäft sind, wir sind privat zusammen, wir haben den Campingplatz und alles. Nur, der Riesenvorteil ist der, dass wir uns Freiheiten gelassen haben. Auf dem Foto, das wir jetzt gerade sehen, ja? Seid ihr, das war das Hochzeitsfoto? Ja, genau, stand das Amt in Wien. Da habt ihr euch aber schon optisch sehr verändert. Du und deine, wie heißt sie? Susi. Die Susi. Habt ihr schon verändert, ha, Willi? Ja. Also optisch jetzt. Ich meine, ich hätte dich jetzt nicht wiedererkannt, ne? Und ja, Susi eigentlich auch nicht, ne? Ja, 23 Jahre. Okay. Ich altere vor mich hin. Aber woher wusstest du, dass sie es ist? Das Erscheinungsbild, die Augen, das Benehmen, die Figur. Ich muss eins dazu sagen, ganz wichtig. Man sagt immer, die innere Werte zählen. Ich werde auf die innere Werte ja nie kommen. Wenn sie mir nicht optisch gleich so gefallen hätte. Das war erstmal die Optik. Und wie sie dann mal gestanden hat, ne? Und ihr habt die Figur gesehen. Die Augen, das Gesicht, überhaupt alles. Das war ein Traum. Und in dieser einen Nacht, als ihr in einem Schlafsack gemeinsam wart, da war dann schon was zwischen euch? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber das war sowas ein traumhaft schön, dass ich es nicht sagen kann. Aber es war sehr schön. Ja. Susanne, man muss sich auch einlassen können. Ja, natürlich, ganz klar. Und ich meine, es sind sicher einige Dates, wo man sich einlässt und es natürlich probiert oder schaut und noch eine weitere Chance gibt. Das ist schon ein bisschen schlecht, keine Chance geben, sondern entweder es funkt oder es funkt nicht. Weil wenn ich jetzt anfange, nur nachzudenken, was soll ich mit einer Bürofrau anfangen, die... Es muss halt wirklich immer bei beiden funken. Genau. Und das ist halt das, wo ich halt anscheinend meinen passenden Deckel noch nicht gefunden habe. Oder hast du Angst davor? Oder das zulassen? Ja. Die Gefühle zulassen? Ja. Vielleicht musst du dich mal, Susanne, mit jemandem im Schlafsack irgendwie treffen. Ich kann das nicht empfehlen. Das kann ich mir vorstellen. Man muss aber dazu sagen, dass es Doppelbett neben dem Schlafsack war und der Schlafsack auf dem Boden. Sie ist zu mir gekommen. Ich stehe ins Bett. Sie ist zu mir gekommen. Aha. Ja. Meine Lieben, ich hole meinen nächsten Gast.
Ich weiß nicht, wie ihr oder wie Sie zu Hause reagieren, wenn Ihnen jemand sozusagen nicht gefällt, wenn Sie den nicht anziehend finden. Ich nehme mal an, Sie gehen weiter. Aber nicht so, Claudia. Herzlich willkommen. Woher weiß ich, dass es Claudia, ja. Du hast eigentlich, wie soll ich sagen, diese Liebe auf den ersten Blick nicht erlebt und trotzdem war da eine Anziehung. Ja. Also, erzähle ein bisschen, wo das war und wer das war. Also die Liebe auf den ersten Blick erlebt schon, aber das war nicht die wahre Liebe. Aha. Die wahre Liebe habe ich erst auf den zweiten Blick erlebt. Und eigentlich mit jemandem, der optisch überhaupt nicht meine Kragenweite war, sondern komplett das Gegenteil. Weil? Also optisch hat mir eigentlich immer jemand gefallen, der groß ist, maskulin. Dann ich sage immer, also so wie der Willi? Ja, vielleicht etwas weniger Bauch und dunkler. Und vielleicht etwas dunklere Haare. Aber jetzt eigentlich ja, groß, lange, dunkle Haare. Mhm. Einen richtigen Mann halt. So ein Bären. Ja, genau. Mhm. Meine wahre Liebe war nachher eigentlich, ich glaube, mit Flipflops war ich größer wie er. Du bist nicht wirklich groß, gell? Na, ich bin 1,64. Mhm. Ja. Und er war kleiner? Ja, er war kleiner. Mhm. Hat ein bisschen am Bauch gehabt, überhaupt keinen Hintern. Ich glaube, mittlerweile keine Haare mehr. Also eigentlich das totale Gegenteil. Aber wahnsinnig, wahnsinnig schöne Stimme und so eine freundliche Ausstrahlung. Also, und wo war das? Also ich habe damals im Ausland gearbeitet, ich habe in Ägypten gearbeitet und habe in dem Hotel, in dem ich gearbeitet habe, ihn kennengelernt. Und er hat auch gearbeitet im Hotel? Er hat gearbeitet, ja. Und eine Arbeitskollegin hat mich eigentlich in die Richtung geschubst. Und die hat gesagt, du, was wäre mit ihm? Dann sage ich, spinnst du eigentlich? Ja. Der ist doch überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Und irgendwie war es dann auf einer Firmenfeier, habe ich mir gedacht, na ja, okay, jetzt schaue ich einmal genauer hin. Und irgendwie war halt dann, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich ist der doch ganz nett. Jetzt war alles wunderbar, aber es gab etwas, das dich dann doch nicht hat überzeugen können, dass du in seinen Armen landest. Der Altersunterschied, ne? Ja. Ja, wie viele Jahre jünger? Also ich muss sagen, also nicht gleich, weil er hatte mir ein falsches Alter vorgegaukelt, muss ich dazu sagen. Er hat sich etwas älter gemacht. Und dann ist es halt passiert, sage ich jetzt einmal. Und dann bin ich draufgekommen, dass er eigentlich 17 Jahre jünger ist. Und dann habe ich das natürlich sofort beendet. Das war im ersten Moment war das für mich ein totaler Schock. Warum? Er war jetzt gerade einmal ein Jahr älter als meine Tochter und da bin ich momentan, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Also da habe ich mir gedacht, nein, das geht nicht. Er ist quasi auf die Welt gekommen, wie du wahrscheinlich deinen ersten Sex gehabt hast, ne? Oder? Ja, genau. Ja, ziemlich so. Genau, ja. Mit der Zeit habe ich mir dann gedacht, naja, jetzt ist das eh schon passiert, also jetzt ist es eigentlich egal. Seid ihr dann ein Liebespaar geworden? Wir sind dann ein Paar geworden, ja. Und wir waren dann, ich habe dann die 5 besten Jahre meines Lebens gehabt, ja. 5 Jahre wart's zusammen? 5 Jahre waren wir zusammen. Und dann? Ja. Ja, und dann haben wir, also eigentlich ich mich von ihm getrennt. Wie alt warst du da? Ich war 45. Und er quasi? 28. Genau, ich war 28, ja. Also er hat studiert, er spricht auch 7 Sprachen. Mhm. Er arbeitet, er ist in dem Hotel Rezeptionsmanager gewesen, ja. Ich bin dann aber nach Österreich zurück, nach 5 Jahren in Urgara. Bin nach Österreich zurück und er ist dann nach Dubai gegangen, ja. Also, er wollte, dass ich mitgehe, aber ich muss halt auch sagen, ich bin halt mal 50 und in diesen Ländern ist man halt mit 50 alt, sage ich jetzt einmal. Da ist man halt. Und für mich war der Grund, dass ich zurückgehe, weil ich halt einfach sage, erstens einmal der Gesundheitsfaktor, weil ich halt wirklich sage, mit die ärztliche Versorgung ist halt eine andere. Dann fehlen mir noch die Jahre zur Pension, die was man halt arbeiten darf. Und in den Ländern gibt es keine Vorsorge. Da muss man das selber machen, was aber eben nicht finanzierbar ist.
weil halt einfach die Lebensumstände und das Einkommen ganz ein anderes sind. Und dass er mit nach Österreich gegangen wäre, wenn er 7 Sprachen spricht? Und also er wäre es gerne, aber ich muss wirklich sagen, es war für mich so, dass ich vor dem Punkt gestanden bin und mir wirklich gedacht habe, gerade jetzt in der Situation, wo ich sage, er wäre in Österreich nichts, er wäre todunglücklich. Und da habe ich wirklich für mich gesagt, es ist sein Glück stelle ich hier über meines. Ja, das sind ein bisschen viele Ausreden dafür, dass ja, eigentlich, also es ist die schon große so, Liebe war. Ja, es ist, also, es ist es ja eigentlich immer noch für mich. Für mich ist es ja Hat immer noch Kontakt? Also jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr. Weil? Ja, eben weil er mich wirklich immer bearbeitet hat, sage ich jetzt einmal, und komm oder ich soll die Papiere machen, dass er nach Österreich kommen kann oder ich nach Dubai komme. Und irgendwie habe ich mich trotzdem nicht, ich traue mich halt trotzdem nicht, weil ich halt trotzdem sage, diese 17 Jahre sind es halt trotzdem, weil ich sage, vielleicht macht es jetzt keinen Unterschied, weil ich sage, ja, ich schaue ja noch nicht ganz so schlecht aus, aber was ist in 20 Jahren? Waren für dich auch die Bedenken ein bisschen, was werden die anderen sagen, wenn du quasi als 50-Jährige daherkommst mit einem Mann, der so viele Jahre jünger ist? Also in Ägypten überhaupt nicht, aber bei uns wahrscheinlich ja, schon. Bei uns, ja, eh bei uns. Doch, auch ja. Aber was die Leute denken, ja, ist mir also vollkommen wurscht. Ja, es ist mir schon egal, was die Leute ja denken, aber es ist trotzdem also ein ganz kleiner Funke, der im Hinterkopf ist. Aber ich sage, ich bin vor 5 Jahren oder 4 Jahren zurückgekommen und bis zum heutigen Tag, muss ich ehrlich sagen, hat es kein Mann geschafft, dass ich da wirklich... Also bis zum heutigen Tag ist auch kein Mann mehr zu mir zu bekommen, weil ich es einfach nicht schaffe, da loszulassen. Geht nicht. Du denkst dir vielleicht im Hinterkopf, was ist, wenn es gut gegangen wäre? Mit ihm? Ja. Ja, also ich bin gut gegangen jetzt, ja, ich weiß nicht. Ausprobieren. Ja. Ich habe damals alles aufgegeben, bin umgezogen. Gut, das kann man nicht vergleichen von der Meinung her gesehen. Ne? Aber ich bin zu ihr nach Wien und habe dann in Wien versucht, Fuß zu fassen und ein Geschäft zu suchen. Und mein altes Geschäft war weg. Und ich habe gesagt, okay, wo ist das Kaltwasserbecken? Ich schub's neu. Ja, du wolltest unbedingt, du wolltest diese Frau, ich wollte sie haben. Genau. Genau. Wien wollte ich nicht, das war mir wurscht. Ich wollte sie als Frau, das alles. Und dann bringt man für die Liebe bringt man auch die Opfer, ne? Das war kein Opfer, das war eine Herausforderung. Ey, das soll dein Leben, wie du gesagt hast, du hast alles liegen und stehen lassen, verkauft, okay, genau, und alles geändert. Aber du, also diese 17 Jahre waren der Grund, warum du dich nicht eingelassen hast, liebe Claudia. Und ich hole jetzt Martin zu uns. Wenn ich jetzt sage, 40 Jahre ledig jung sucht, dann könnte man sagen, ja, das passt auf den Martin. Heute ist er da mit einem Ring am Finger. Wie hat er das gemacht? Hier ist der Martin. Woher weiß ich, dass ich liebe? Woher weiß ich, wie verliebt du bist? Martin, ganz lange war da keine große Liebe in Sicht, gell? Das stimmt, ja. Ich habe mir jetzt angeguckt von dir mit den 17 Jahren. Es war bei mir so, die große Liebe. Ja, bis jetzt oder bis vor kurzer Zeit hat es nicht gegeben. Es war eigentlich so, dass ich meine große Liebe eigentlich vor 25 Jahren schon kennengelernt habe. Damals war sie aber verheiratet. Wir haben uns ab und zu getroffen. Also ich habe auch ihren Mann gekannt. Man hat sie einfach getroffen in Wien beim Fortgehen. Damals mit 17, 18, hat sie dir gleich gefallen? Gefallen würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben eigentlich eine Gesprächsbasis gehabt, die hat eigentlich passt. Also schon in den jungen Jahren, was für mich auch, ja, oder für den Rest eigentlich vielleicht ungewöhnlich ist. Aber es war einfach so, es war irgendwas war da, wo man sich verstanden hat. Wir haben sie dann getroffen, wenn ich in Wien erinnern war, über die Jahre hinweg, alle paar Jahre irgendwann einmal getroffen und das Ganze. Aber da war nie was. Das war nie was. So nein, das war einfach ein Plaudern. Es hat einfach die Chemie hat einmal passt. Okay. Auch schon in den jungen Jahren hat einfach die Chemie passt. Und nichtsdestotrotz, nach etlichen Jahren, habe ich sie wieder getroffen. Ich habe ihr einfach zum Geburtstag gratuliert
Und dann hat sie eben gesagt, ja, da haben wir sie eigentlich schon Jahre nicht getroffen mehr. Dann hat sie eigentlich gesagt, ja, in meiner Ehe passt es nicht mehr, es funktioniert alles nicht. Und wir haben sie eigentlich dann ausgemacht, dass wir sie einmal treffen. Wir gehen einmal essen miteinander. Dann hat sie mir geschrieben, sie hat leider keine Zeit, denn sie muss zu Hause noch ins Schlafzimmer ausmalen. In Grün. Ja. Und in was? In? In Grün. Aha. Ja. Und man denkt, passt. Wir haben sie dann eigentlich ein paar Wochen später dann in Wien getroffen. Wir sind essen gegangen, wir haben geplaudert. Sie hat mir ihre Geschichte alles erzählt. Ich habe von mir die Geschichten erzählt. Das heißt, ich habe Beziehungen gehabt, wo aber nicht wirklich jetzt für mich das Empfinden war, dass jetzt, sagen wir jetzt einmal, die wahre Liebe ist oder was halt so manch unter wahre Liebe versteht. Oder da hat irgendwas hat's gefällt. Mhm. Das war nicht zum Beschreiben, also es hat irgendein Gefühl hat gefällt. Es ist einmal so. Und wir haben uns dann öfters noch getroffen, wir haben uns das vertieft. Vertieft heißt, ihr habt dann was gehabt miteinander? Wir haben sie dann regelmäßiger getroffen, haben sie die Wochenende dann verbracht schon. Es ist dann einfach irgendwie so ein Gefühl aufgekommen, von meiner Seite, von ihrer Seite, dass wir eigentlich, sagen wir jetzt einmal so, mehr wollen als nur Freundschaft. Mhm. Obwohl, so wie du jetzt auch sagst, mit deinen 17 Jahren, das ist auch bei mir der Unterschied, die 17 Jahre. Also es war dann halt immer so, wie bist du jetzt in der Gesellschaft, Mann, jung, Partnerin, älter. Es ist nicht wirklich leicht. Warum? Es ist immer noch, wie soll man sagen, es ist immer noch das Thema, wenn ich ein älterer Mann bin und ich habe eine jüngere Frau, dann ist das alles kein Problem. Mhm. Ist genau umgekehrt, ist die Frau älter, ist der Mann jünger, dann ist immer noch, ja, der junge Boy und das ist eine Liebesgeschichte und das kann nichts werden. Im Endeffekt ist was geworden, so wie es du auch schon gesagt hast. Jetzt habe ich auch einen Ehering oben. Und es waren halt die ganzen Sachen, was ich mit ihr erlebt habe. Genauso mit dem Urlaub. Wir haben 3 Wochen vorher hat sie mir gesagt, das Datum, wo sie in Urlaub fährt, die Flugnummer, sie ist nach Griechenland, dort hat er nicht ein Haus unten. Und sie hat eigentlich nur einen Flug gehabt und hat bei der Nichte gewohnt. Dann haben wir gesagt, nein, wir schauen. Ich habe dann binnen 2 Tagen habe den gleichen Flug gekriegt. Ich bin neben ihr gesessen noch im Flieger. Ich habe das Hotel organisiert gehabt. Also wir waren 1 Woche in Griechenland gemeinsam. Das waren die Anfänge, wo uns dann eigentlich bewusst worden ist, ja, es ist mehr, es ist keine Freundschaft, es ist eigentlich mehr. Vor allem im Urlaub, sagt man, lernt man einander sehr gut kennen und merkt, ob man zusammenpasst oder nicht. Ne? Genau, ich meine, wir waren eine ganze Woche zusammen. Vorher war es an den Wochenenden. Die waren wunderschön, will man nicht sagen. Aber es ist doch was anderes, wenn man dann 1 Woche wirklich zusammen ist und 24 Stunden am Tag zusammen ist mit dir. Dann lernt man natürlich die ganzen Macken des einen oder anderen kennen. Das ist einmal so. Wie ist das jetzt vorher gegangen, bis ihr in Urlaub geflogen seid? Das waren knappe 3 Monate. Sie war da schon geschieden oder noch verheiratet? Sie war noch verheiratet, sie war aber schon in Trennung und die Scheidung war schon im Laufen. Mhm. Also es war alles schon, es war jetzt nicht so, dass ich der Grund jetzt gewesen wäre für die Scheidung oder so, also gar nichts. Sie ist ja heute da, ja, und wir werden Sie gleich fragen, die liebe Anne, wie das denn so war, als Sie sich in einen 17 Jahre jüngeren Mann verliebt hat. Bis gleich. Gerade haben wir Martins große Liebesgeschichte gehört. Als er sich in eine Frau verliebt hat, die 17 Jahre älter ist, die Bedenken, die er hatte, die Umstände, die nicht einfach waren. Und heute trägt der junge Martin den Ring am Finger und seine Angebetete, seine Angetraute hat er auch mitgenommen.
beide haben wahrscheinlich gewusst, was es heißt, was Liebe bedeutet. Hier ist die Anni, herzlich willkommen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was, Anni, gehört von Martin. Also diese Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, das kann man sporen. Aber kannst du uns erzählen, wie das damals war, als du mit deinen Gefühlen, als du nicht wusstest, was da passiert? Das kann ich euch erzählen. Es war für mich ein ganzer... ich war wie zwischen Mühlsteinen drinnen. Zum einen, wo ich gemerkt habe, nach meiner gescheiterten Ehe, wo ich gemerkt habe, da kommt die Liebe ins Spiel. Ich wollte das wegweisen von mir und wollte mich nicht wieder verletzen lassen, weil ja logischerweise 17 Jahre Unterschied, haben wir gedacht, na gut, okay, Thema Kinder ist ein großes Thema. Er war noch in dem Alter, wo er Familie gründen könnte. Für mich war das ja gegessen. Ich habe 3 erwachsene Kinder, die ja nicht wesentlich jünger sind als er. Das ist ja dann das nächste Problem für mich gewesen. Also mich hat das so richtig zermalmt. Ja. Für mich war es, ich habe es als Affäre hinstellen wollen, nach Griechenland, war das keine Affäre mehr. Also es war... Da hat es mich richtig tief getroffen. Dann habe ich gewusst, das ist die Liebe. Und ich habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe das aber dann so nach meinem Herzen laufen lassen, weil ich mir gedacht habe, es wird sich vielleicht von allein lösen. Ich habe ihm zwar ein bisschen immer zurückgewiesen, aber dann doch wieder getroffen. Und es war halt so ein Hickhack. Er hat mir aber auch in vielen Situationen, die durch meine Scheidung entstanden sind, war er immer zur Hand. Er war der einzige Mensch, der für mich da war, außer meinen Freunden. Ich habe natürlich Freunde und so, aber er war immer für mich da. Und das war so ohne Bedingung, ohne Wenn und Aber. Er hat mich nur einfach in die Arme genommen und hat nur gesagt, ja, also ich liebe dich, was soll ich da jetzt noch sagen? Unglaublich, Claudia, ha? Ja, und ja. Ich muss aber dann sagen, ich habe eben also, die gleichen Zweifel gehabt. Das ist klar, ja. Was wird sein in 20 Jahren? Wie schaue ich in 20 Jahren aus, wo er vielleicht dann doch noch so einen jungen Schmöcker kriegen kann? Aber ich stelle mir heute die Frage ja gar nicht mehr, weil ich mir denke, in 20 Jahren, wurscht, mir ist das heute wurscht. Ja. Wir leben nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Wir leben jetzt. Und also dann, von dem, ja. was du beschreibst, ja. Gefühlstechnisch habe ich ja wirklich genau das Gleiche gefühlt. Ich habe das also, ja vorhin ja. mitgekriegt. Also ich sage ja, ich habe mich ja so, also ich habe mich ja wirklich noch nie so geliebt. Richtig. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben nicht verstellen müssen. Richtig, ja. Genau, du bist jetzt und dort. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja, wie ich wirklich mit meinem zusammen war, ich hatte ja 35 Kilo mehr, das muss man ja dazu sagen. Und ich habe wirklich das erste Mal beim Sex nicht müssen den Bauch einziehen, meine Brust richten und ich habe wirklich so sein können, wie ich bin. Ja. Und genau. Er hat mir wirklich mit jeder Geste, mit jeder Mimik, mit jeder Berührung wirklich gezeigt, ja, dass er mich liebt. Das war der erste Mann, mit dem ich auch gemeinsam und genau das ist bin. Der Punkt. Es ohne, dass ich mich verstellen ja, habe. Ja, also, ich kenne das, weil ich habe in erster Ehe, ich habe eigentlich eine langjährige Ehe gehabt, die war 37 Jahre verheiratet, habe mit dem Mann damals 3 Kinder gehabt oder habe ich immer noch die 3 Kinder. Und wie du sagst, man ist immer irgendwo unter Zugzwang gewesen, ja, weil er war ein Mann, der natürlich alles, was nicht irgendwo, also er hat in fremden Gärten gerne genascht. Du stehst dann ständig unter irgendeinem Druck, du musst immer... Also sagen wir mal so, der hat nie damit gerechnet, dass du irgendwann einmal gehen könntest. Richtig, genau. Richtig. Jetzt hast du aber, Martin, um es abzukürzen, weil ich möchte bitte die Bilder der Hochzeit sehen. Wie war der Heiratsantrag? Sehr romantisch war der Heiratsantrag.
Es ist eigentlich passiert, wie wir bei uns zu Hause im Schlafzimmer eigentlich alles eingeräumt haben, die ganzen Gewänder eingeräumt haben, linke Seite Frau, rechte Seite Mann. Und genau in dem Moment, wo wir alles eingeräumt gehabt haben, habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will und ob sie auch mit mir das gemeinsame Haus umbaut. Und das war eigentlich der Heiratsantrag. Das war also der Heiratsantrag. Nicht so, wie man es sich vorstellt. Nein, nicht mit so Rosen und romantisch, aber es war einfach, ich bin nicht der Typ, dass ich da romantisch und sondern es war einfach vom Herzen und es war genau die Situation, was passt hat. Und die Bilder sind die Bilder von der Hochzeit? Das sind unsere Hochzeitsbilder, ja. Eine Trachtenhochzeit. Wir wollten die Liebe eigentlich nach außen tragen, weil es war doch so, das Klischee noch, naja, die Alte nimmt sich da einen Jungen. Toyboy. Das kann nur der Toyboy sein. Genau Martin, der Toyboy. Der Toyboy. Du, es ist ja heute auch so ein Moment, wo du sagst, wir stehen zueinander, wir haben es allen bewiesen, dass es funktionieren kann. Wird vielleicht der Claudia auch Mut machen? Das würde ich ja sehr, sehr gerne, ja, weil ich kann nur sagen, man muss wirklich alle Klischees fallen lassen. Es probieren, ne? Sich trauen. Es einfach probieren. Mir sind sogar meine Kinder in den Rücken gefallen. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wie haben deine Kinder reagiert? Absolut negativ. Und vor allem deine Eltern auch reagiert jetzt. Also ach, meine Schwiegermutter, die sagt, die ist lieber eine Alte im Haus. Da weiß, was hat. Ne? Annette, du möchtest heute auch diesen Moment nutzen und deinem lieben Martin etwas sagen. Genau. Dazu hast du etwas mitgenommen. Ja. Dass dir jetzt gereicht wird. Ja. Also, ich hoffe, es funktioniert jetzt ohne Tränen. Lieber Martin, ich möchte hier und jetzt etwas sagen, weil ich dich sehr, sehr liebe. Es gibt drei Arten von Menschen. Die ersten, das sind die Mühlsteine. Die zehren dich aus, die laugen dich aus und nehmen dir alles. Geben nicht das zurück, was du geben könntest. Das zweite, das sind die Perlen. Geben und nehmen sind im Einklang zwischen zwei Menschen. Und die dritten sind Diamanten. Diamanten geben viel, viel mehr, als du ihnen je zurückgeben könntest. Lieber Martin, du bist so ein Diamant. Und ich danke meinem Schicksal, dass ich dich treffen durfte. Ich liebe dich über alles. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Schön. Sehr schön, weil das war jetzt wirklich eine Überraschung. Siehst du, wir können noch vieles für uns behalten, wir Damen. Ja, das stimmt. Das also geht, ja. Und es ist auch von meiner Seite so. Sie ist jetzt wirklich die Frau oder wirklich die wahre Liebe des Lebens. Wie viele Stunden am Tag seht ihr euch? Naja, er kommt um 3:30 von der Arbeit. Also nicht 24 Stunden? Nein, das nicht. Also die Frage ist, jetzt hatten wir den großen Altersunterschied. Wir haben die über Grenzen hinweg die Liebe, die zueinander fand. Und wie ist das, wenn man wirklich, also nicht nur Grenzen überwindet, sondern 24 Stunden am Tag ständig zusammenpickt? Kann das gut gehen? Das werden wir jetzt erfahren von meinen nächsten beiden Gästen, von Wolfgang und von Dorothea. Herzlich willkommen. Woher weiß ich, dass es Liebe ist? Woher weiß ich, wie verliebt du bist? Dorothea, ihr wart eigentlich ein Paar, ihr zwei. Gleich verliebt, Liebe auf den ersten Blick? Bei ihm glaube ich schon, bei mir auch und dann doch wieder nicht. Also es war sehr interessant. Also es war kompliziert. Ja. Es ist verschieden angesprochen worden, dass das Äußerliche sehr wohl eine Rolle spielt, dass man überhaupt hinguckt.
Und dann spielt die Nähe eine Rolle, wo sich das wieder ändern kann. Also mal ganz konkret, Wolfgang war schon 2 Jahre in Heilbronn am Theater. Ich hatte vorgesprochen und bin gefahren, um den Vertrag zu unterschreiben. Und mir wurde geraten, ein Stück anzuschauen, wegen eines Regisseurs, mit dem ich auch arbeiten werde. Und da sah ich Wolfgang auf der Bühne. Er spielte den Truffaldino im Goldoni. Das heißt also wirklich Akrobatik und Zack und witzig. Und ich dachte mir, ziemlich scharfer Typ. So. Ja, und das war dann Phase 2. Ich ging dann runter in die Mensa, irgendwie in die Kantine, sagt man, und Kollegen kennenzulernen. Und da saß er dann vor oder nach der Dusche, ich weiß es nicht, in so einem weinroten, alten, kratzigen Bademantel und Schlapfen. Und da dachte ich mir irgendwie, ist es das oder ist das nicht? Ja. Wolfgang, wie ging es dir umgekehrt? Naja, ich habe die Dorothee schon als sehr interessant und attraktiv und durchaus als begehrenswert gesehen. Aber ich war damals in einer komplizierten Beziehung. Und du warst Single? Unglücklicher Single. Ich hatte so eine große, große Liebe, on und off. Es war schwierig. Gut, okay, jetzt der Wolfgang. Ja, es war bei mir immer auch schwierig, aber wir haben zusammen gearbeitet und haben uns dann besser kennengelernt. Und, wir sind uns dann schon sehr nahe gekommen auch und irgendwie dachte ich, irgendwie wäre es schon, aber da hängt diese Beziehungen dran und ich auch nicht fertig mit was, aber wir haben uns eigentlich, die Chemie hat eigentlich gestimmt, weil das Stichwort auch schon viel. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo wir zum Essen verabredet waren, nach einer Probe und du kamst und hast gesagt, ja, es tut dir furchtbar leid, sie ist aufgetaucht. So. Wobei ihr ja wirklich nicht mehr zusammen wart, aber trotzdem, ich dachte mir irgendwie, das brauche ich nicht mehr, das hatte ich jetzt schon die ganze Zeit, diese On-Off-Geschichten. Und ich habe damals sehr viel gesportelt und habe mein Schwimmzeug gepackt und habe mich dann ins Stadtschwimmbad Heilbronn gehaut und schwamm gerade da die 2. Runde, Länge. Und hinter der riesen Glaswand stand Wolfgang. Und der erste Gedanke war, süß. Und der zweite war, wenn du jetzt rausgehst, bist du deppert. Das wirst du ihm nicht zugestehen. Ich bin dann rausgegangen und wir waren zusammen essen. Ja, das war nett. Ja. Hat dann aber immer noch ein bisschen gedauert. Ja. Es war dann irgendwann eine Vollmondnacht in den Weinbergen spazieren gegangen. Wo vielleicht auch die Hormone eine Rolle gespielt haben, wo ich mir gesagt habe, er ist es, ja. Jetzt muss man dazu sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Paaren, wart ihr dann nicht nur zusammen, ihr habt auch zusammen gearbeitet. Und ihr macht das auch heute noch, obwohl ihr nicht mehr ein Paar seid, also ein Liebespaar. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen und wie geht es? Wir haben unsere Liebe, unser Zusammensein dem Theater geopfert und wir haben dann gesagt, wir werden jetzt nicht noch das Theater unserem Beleidigtsein oder mich hat das betroffen. Weil du bist gegangen, Ich wäre es nicht, weil ich beleidigt bin oder zu stolz bin oder zu wenig Selbstbewusstsein habe. Wäre jetzt nicht das, was diese Beziehung kaputt gemacht hat. Wäre jetzt nicht das Theater mit uns beiden noch kaputt machen. Also, man muss schon sagen, also es gab auch sehr, sehr verschiedene Phasen. Und es sind ja auch so Stichworte gefallen, zum Beispiel wie Freiheit geben gegenseitig. Das haben wir zu wenig gemacht. Ja. Ja, und zwar nicht, weil wir gekrallt haben oder eifersüchtig waren, sondern es gab so mehrere Phasen. Also wir waren gemeinsam engagiert. Da war diese Liebesgeschichte, da sind wir nie zusammen auf der Bühne gestanden, witzigerweise. Haben aber Matineen erarbeitet und haben gesagt, wir verstehen uns so gut und wir werden uns mal selbstständig machen. Dann war ich 2 Jahre in Coburg, er war in Innsbruck, das war eine Fernbeziehung. Und da haben wir uns wirklich, da haben wir uns unglaublich verwöhnt. Wir haben uns nicht viel gesehen, aber wir haben natürlich die Schokoladenzeiten von uns gesehen. Immer ein bisschen wie Kurzurlaube, ne? Genau. Ja, genau, ja. Und das war wirklich mit Picknick im Freien und er war manchmal nur wirklich 24 Stunden da oder ich umgekehrt. Und das war wirklich sehr schön. Und dann war es die Innsbrucker Zeit, wo wir uns wirklich selbstständig gemacht haben. Und das war 24 Stunden am Tag zusammen sein. Nicht mehr die Aufmerksamkeit zu haben, was der andere braucht. Andere Geschichte auch. Ich bewundere es wahnsinnig, muss ich jetzt sagen, dass du, nämlich sehr selten, sind meistens die Frauen, die ihre Heimat verlassen und ihre Familien verlassen, um viele Dinge aufzugeben für einen Mann. Ich finde es ganz toll, dass du das gemacht hast. Man lässt wirklich viel zurück, in unserem Job sowieso, wo man sich sehr konzentriert. Und es war einfach, ich sage mal, ich hatte nicht mal eine beste Freundin. Ich bin wunderbar aufgenommen worden von seiner Familie, von seinem Freundeskreis.
Aber ich hatte eigentlich gar nichts Eigenes. Genau. Und wir haben uns sehr da reingestürzt, was toll war. Ja, wir haben eigentlich 30 Jahre Ehe gelebt, muss man sagen, in diesem. So viel gearbeitet. Wir haben keine Rücksicht genommen auf unsere Situation, auf unsere Psyche. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und wie lange wart ihr jetzt zusammen? 10 Jahre. 10 Jahre, okay. Bis 94. Wir kennen uns seit 84. 84, ja. Mhm. Ist noch was da? Da will ein großes Vertrauen. Ein ganz großes Vertrauen. Und ich habe es zum Beispiel erlebt, dass... ich habe ja eine Zeit lang in Wien gelebt, wegen neuer Beziehung und Mann, und war dann immer zu Produktionen da. Und da hat eine Freundin mich besucht und ich habe dann beim Wolfgang gewohnt. Und sie sagte, ist das schön, ich bin so eifersüchtig. Und wie kann man, geht das nur, wenn man dann getrennt ist? So viel Respekt und so viel sich kennen und aufeinander eingehen mit dieser Selbstverständlichkeit. Und das ist schon was. Witzigerweise gehen wir auch mutiger in Konflikte rein, als wir es früher getan haben. Wir haben ja nie gestritten in den 10 Jahren. Aber wie lange seid ihr jetzt schon getrennt als Liebespaar? Ja, seit 94. Und nach 94 hattet ihr ja dann immer wieder neue Partner. Waren die nicht eifersüchtig? Immer wieder. Ja, nicht. Naja, eben. Ja, waren die nicht eifersüchtig, wenn ihr gemeinsam wieder Situation. Auf... Das ist eine schwere Situation. Und ich sage ja auch immer, es wird keinen Mann mehr geben in meinem Leben, der mich so lange kennt wie der Wolfgang. Und umgekehrt. Nein, so lange. Ich meine, er hat jetzt eine Beziehung, die 10 Jahre währt, aber ich kenne dich 35 Jahre. Ach so, ja. So, ja, genau. Und das sind Claudia, wie was sagen? Gell? Ja, nein, aber ich denke jetzt eben, wenn man ja 24 Stunden zusammenarbeitet und auch zusammenlebt, man hat sich ja nichts mehr zum Erzählen. Und ich glaube, dass das schon mit... Ja, was will man sich erzählen? Weil wenn ich heute arbeite und ich komme nach Hause, dann sage ich meinem Partner, du, wie war dein Tag und so weiter. Mhm. Aber die haben sich ja eigentlich nichts mehr zum Erzählen gehabt. Doch, doch, es wäre viel gewesen, aber es hat dauernd mit der Arbeit zu tun gehabt. Wir waren noch nie Urlaub. Wir waren nie zufrieden mit dem Ergebnis, das wir in der Probe erreicht haben und haben immer daran gearbeitet. Ihr habt die Arbeit mit nach Hause genommen. Ne? Ja. Oder wir haben ja auch zu Hause gearbeitet. Oder wenn das mal getrennt war. Wir waren in der freien Szene, die ist ruppig. Die ist nicht so bequem, dass man Freizeit hat. Mhm. Susanne, bist jetzt ein bisschen gescheiter, um zu wissen, wie erkenne ich die große Liebe? Weil jetzt haben wir so unterschiedliche Facetten. Ich glaube, dieses, was hier durchgespielt wurde, glaube ich, kenne ich in meinem Leben natürlich schon. Das ist ganz klar. Ne? Aber es ist halt bei mir noch nie zustande gekommen oder vielleicht habe ich es auch nicht herangelassen, so wie du das gesagt hast. Kann sein, vielleicht habe ich mir selbst einiges verbaut. Möglich. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, nein, ich gebe auch nicht auf, es ist ganz klar. Aber ich bin nicht jetzt auf der Suche, dass ich sage, ich kann jetzt... Wenn du suchst, findest du auch nichts. Genau. Du musst dich finden lassen. Genau. Und ich habe sie nicht gesucht bei Frau. Ja. Absolut nicht. Nein, das war ich wollte eigentlich Junggeselle sein und wollte jetzt mal meinen Urlaub genießen. Aber genau das, was ein Mann wie Frau macht, das unglaublich attraktiv. Wenn jemand frei ist und glücklich ist und nichts braucht, das ist für das andere schlecht. Unendlich attraktiv. Ja. Aber ich für meinen Teil, ich möchte schon sagen, ich möchte nicht mein restliches Leben alleine verbringen. Also das wäre für mich eigentlich so ziemlich das Schlimmste. Vielleicht weiß die Magistra Gabi Fischer, was da mit der Susanne los ist. Hatte sie einfach nur Pech und eben nicht das Glück, einen Menschen zu finden, wo es halt funktioniert? Oder sind es dann doch diese großen Ansprüche oder dass man mit sich selber eigentlich eher auch es nicht hat? Also ich glaube, das ist ungefähr so wie beim Cocktail, da kommt von überall ein bisschen was hinein und dann gerüttelt und geschüttelt. Also ich denke, ja, da gab es große Gefühle, die halt nicht so lange gehalten haben, wie sich der eine oder der andere wünscht. Dann gab es natürlich Enttäuschungen und infolge mehrerer Enttäuschungen zieht man sich halt schon ein bisschen zurück und hat halt mehr Selbstschutz. Und dieser Selbstschutz lässt halt dann vielleicht manches nicht zu. Aber sie wirkt auf mich eigentlich recht glücklich und sie wirkt auf mich fröhlich. Also ich denke, es passt, du wirst die Augen und die Ohren weiterhin offen halten. Ganz bestimmt. Mehr Sorgen mache ich mir um Claudia. Ui. Wieso? Ja. Nein, also 5 Jahre ist sie wieder in Wien. Seit 5 Jahren hat sie quasi eine Mauer. Sie lässt niemand zu. Sie denkt immer wieder dran. Also ich glaube, du solltest dir ein Ticket nach Dubai kaufen.
Das würde ich da auch empfehlen. Schmeißt das heißt 17 ja noch Jahre nicht, über Bord. Das heißt für mich nicht, dass du dort gleich heiraten musst. Das heißt doch nicht, dass du dort bleiben musst. Ja? Das heißt nur, nimm dir eine Woche Urlaub, schau dir das ja, an, genau das ob es ja noch möglich wäre. Wenn ich Urlaub nehme, ich bleibe ja dann gleich dort. Na, schau dir mal an, es ist 5 Jahre ist ja doch eine Zeit. Da kann sich ja einiges verändern. Ich habe in Ägypten auch nur 3 Wochen gebucht und bin 5 Jahre geblieben. Du warst aber sehr glücklich und behauptest jetzt, es war die schönste Zeit deines Lebens. Ja. Also ich denke, was in 20 Jahren ist, wissen wir alle nicht. Wir wissen nicht einmal, ob wir 20 Jahre noch erleben. Also ich glaube, wenn ich so an jemand hänge, wenn ich so wie du von der großen Liebe reden kann, ich weiß nicht, ob du dir dann verzeihst im Alter, dass du die Herausforderung nicht angenommen hast. Genau. Woher weiß man, dass es Liebe ist? Indem ich empfinde, dass ich für den anderen Verantwortung übernehmen will. Indem ich empfinde, dass mir das Sein des anderen, seine Befindlichkeit und seine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie meine. Und indem ich das Gefühl habe, mit diesem Menschen möchte ich leben. Ich glaube, dann weiß man, dass es Liebe ist. Ob es die große Liebe ist, ob es die tolle Liebe ist, die größte des Lebens, weiß man erst beim Tod. Dankeschön. Bitte. Der große Hermann Hesse, mein Hermann Hesse, hat einmal gesagt, Glück ist Liebe. Wer lieben kann, ist glücklich. Danke fürs Zuschauen. Liebe ist kein Glücksspiel, sondern folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb bekommt auch jeder den Partner, den er sich verdient. Rufen Sie an unter 0900 91 0098, wenn Sie Ihren Traumpartner noch suchen.